Das heißt, der ist erstmal für nichts gut. Following your. Ja, das hat sich. In den Schwarzhorn habe ich einen umgestürzten Karren gefunden. Es könnte sich um den Wagen handeln, den Tuatane erwähnte. Von diesem hier aber wurden sämtliche Güter entfernt. Vielleicht kann ich in der Umgebung weitere Hinweise finden. I'd be glad to. Also ja, dann scheinen die Banditen da oben wohl diesen Karren überfallen zu haben. Das heißt, wir gehen jetzt mal den Banditen Hallo sagen. Oder erstmal den Wald voll. Waldtrottel. Following your lead. Beschwören wir mal ins paar Skelette. Anna sollte ich auch noch auf defensiv einstellen. Und das war die Skelette. Ich find's lustig, dass ein Barde Sachen beschwören kann. So. Das war auch früher mal so ein Problem, fällt mir gerade so ein, dass man gerne mal nicht aus dem Fight rausgegangen ist. Was, wer ist das? Verflucht Willem, du nutzloser Mistkerl. Schnappt sie euch, ihr Zeug kommt mit auf den Haufen. Ja, das sind viele Banditen. So, dann beschwören wir mal Skelette und schicken die auf den Bogenschützen. So, geht's auch. Okay, Kupferstücke, Goldsuche kennen wir und Silberlusken auch. Der Rest ist definitiv alles für Kupferskate. Das Skate ist die Standardwährung im Kaiserreich Edir und den Gebieten unter seiner direkten Kontrolle. Wie beim Dirwald handelt es sich dabei um eine kleine Kupfer. Ja, den hatten wir auch schon. Oh, Riesenschwamm. Drogen haben wir also auch gefunden. Noch mehr Goldsuche. Flinke Füße, Öl und Bier. Jemand hat die Initialen TAS in den Baumstamm geritzt. Oh, das ist eine schöne Anspielung. TAS war nämlich der Urinhaber, wenn ich es jetzt gerade richtig sage. Von Dungeons and Dragons. Bevor es Wizard of the Coast wurde. So, das ist die Frachtkiste. Diese ramponierte und schwere Kiste wurde an einer Ecke aufgehebelt. Ihr Inhalt ist immer noch da. Auf einer Seite wurde neben den Worten Schmiede schwarzer Hammer ein Hammer und Amboss gemalt. Ja, Questgegenstand. Notiz. Ich brauche dich, um unsere Beute für den Verkauf an Kurn zu liefern.
Er wird nicht mit dir sprechen, außer du sagst die Worte Ignibun Eldifen. Du findest ihn nachts in Ondras Geschenk. Das war zum Beispiel einer der Zettel, die ohne den Patch verbuggt war. Da stand Verfassung plus 1 nur drauf. Ah, ich wünschte, ich könnte das zeigen. Kann ich das zeigen? Spiel. Deutsch. So, steht da jetzt... Da, genau. Tapferkeit plus 15 steht da jetzt stattdessen. Und auch bei anderen Sachen. Gucken wir mal bei Waffen. Streitkolben, runder Schild, Dolch. Guter Kriegsbogen, guter Zweihänder. Es gab auch Waffen, wo das dann passiert ist, dass da statt... Also eigentlich hätte ich gedacht, dass es die Mordaxt wäre. Aber ist es nicht. Okay. Gut, das heißt, wir stellen jetzt den wieder auf Deutsch mit Patch. So, dann sollte die Notiz... Genau, wieder richtig sein. Und stimmt, man kann Waffen verzaubern. Kann die Qualität verbessern. Zum Beispiel, indem ich sie gut mache, benötige ich Stufe 4. Da hätten wir sogar alle Zutaten dafür. Präzise, beschädigend, beschädigend. Das habe ich auch ganz vergessen, dass das im ersten Teil, im zweiten Teil gab, ging das, glaube ich, nämlich noch nicht. Dass man den Sachen Buffs geben konnte. Will ich auch gerade erstmal nicht. So, noch in die Kiste. Oh, 125 Kupferstücke, das ist viel. So, und wenn wir jetzt ins Quest gucken. In den Schwarzraum bin ich auf eine Gruppe von Banditen gestoßen, um die ich mich gebührend gekümmert habe. Ihr Lager ist mit gestohlenen Vorräten überseht. Vielleicht finde ich ja Tuantans Lieferung unter den Resten. Tuantans Ängste waren wohl begründet. Ich fand die Lieferung des Schwarzen Hammers im Besitz einer Gruppe Banditen, die den Nordrand der Auenheim sucht. Es scheint wahrscheinlich zu sein, dass Tuantans Arbeiter einen verfrühten Tod gefunden haben. Jetzt muss ich nur die Lieferung zurückbringen und mir meine Belohnung abholen. Wie ist eigentlich so meine... Wohltätig und diplomatisch. Mhm. Ich frage mich ja, wie wir leidenschaftlich kriegen sollen. Oh, neue Wichte. Okay, viele Wichte machen viel Schaden, wenn man umzingelt ist. I'm here. Oh, Fulvanus Stiefel. Plus 1 Verfassung. Das ist immer gut. Der hat schon von Anfang an mehr Ausdauer. Und da steckt auch mehr ein als Talisa. Den haben wir schon überprüft. Noch ein Waldtrolle. Following your lead. So, toter Waldtraum. I'd be glad to. I'd be glad to. Thank you.
So, damit sind wir in den Schwarzauen fertig, bis auf die Ecke da oben. Die ist einfach noch zu böse. Das können wir nachher machen, wenn wir wieder nach Khaet Nuha zurückgehen. Bis dahin sollten wir einen Stufenaufstieg gehabt haben. Dann auf zur Madma-Brücke erstmal. Nur um herauszufinden, dass die eingestürzt ist. Stand together. Flip. Gut. Folgen wir erstmal der Straße runter zur Brücke. Also das wäre hier die Straße. Verdammte Plünder, ich habe keine Lust. Haben keine Lust, hier eine anständige Arbeit zu suchen. Hi. Verdammtes Pech, murmelt die Frau, als sie mit ihrem Fuß in die Erde tritt und dadurch einen Erdkumpen umdreht. Als du dich näherst, zucken ihre Ohren, worauf sie sich umdreht, um dich zu begrüßen. Hi Reisende, sagt sie, begleitend von einem halbherzigen Winken. Die Brücke nach Trutzbucht ist unpassierbar. Wenn du dorthin unterwegs bist, musst du dir eine andere Route suchen. Wodurch wurde die Brücke zerstört? Der Fluss ist aufgrund all der Stürme ziemlich angestiegen. Hier bei der Flussenge haben die Fluten den größten Schaden angerichtet. Die Orlanerin verschränkt die Arme, während sich ein Stirnrunzeln auf ihrem Gesicht breit macht. Hier wird wohl nichts so gebaut, dass es von Dauer ist, was? Eine der Steinsäulen ist während einer Sturzflut eingestürzt, worauf das gesamte Mittelteil der Brücke hinaus ins Meer gerissen wurde. Die Madma-Brücke war die direkteste Route von Goldtal nach Trutzbucht. Händler und Reisende müssen mit ihren Booten übersetzen oder einen mehrtägigen Umweg um die Bucht herum einplanen. Deshalb habe ich auch meinen Fährdienst begonnen. Ich dachte, ich könnte mir etwas verdienen und anderen bei der Überquerung der Bucht helfen. Peregrund schüttelt den Kopf und als sie spricht, zucken ihre Ohren. Und das war ein größerer Fehler als meine Liebschaft mit einem Medium. Fehler? Warum? Ich versuchte ein paar schnelle Kupferstücke zu machen, aber sie beißt sich auf die Unterlippe und ihr Gesicht wird rot vor Wut. Wieder mein verdammtes Pech. Die verdammten Strömungen warfen meine Fähre auf die Felsen und zerschmetterte sie zusammen mit meinem Gewinn in kleine Stückchen. Als ich an der Küste umherstreifte, um nicht gesunkene Frachtkisten zu bergen, wurde ich zu allem Übel noch von zwei Plünderern angegriffen. Sie stampft mit einem Fuß auf den Boden. Diese verdammten Briganten besaßen die Frechheit anzugreifen. Ich konnte ihnen unverletzt entkommen, aber jetzt haben sie mit Gewalt alles gestohlen, was von meinem Vermögen übrig ist. Sie beugt dich einen langen Augenblick, während sie ihr Kinn mit einer Hand umfasst. Ach, weißt du, du siehst so aus, als würdest du dich gegen diese Plünderer viel besser schlagen als ich, alte kleine Frau. Könnte ich dich zur Unterstützung anwerben? Ich werde mir das mal ansehen. Peregrund lächelt breit, worauf sie ihre Ohren aufstellen. Danke, diese Schläger haben meine Sachen sicherlich total durcheinander gebracht. Aber vielleicht kann man noch etwas davon retten. Wie kann ich nach Trutzbucht gelangen? Da die Brücke zerstört wurde, wäre es wohl das Beste, dem Fluss Richtung Norden zu folgen. Du wirst den Fluss weiter flussaufwärts überqueren können, aber du hast einen langen Weg vor dir. Ja, bei Khaet Nuha. Auf Wiedersehen. Fährentreibgut. Ich halte fern von den Ruinen der Madma-Brücke traf ich eine Händlerin namens Peregrund. Sie besaß eine Fähre, mit der sie den Fluss überquerte, aber das Schiff wurde von einem Sturm zerschmettert. Peregrund möchte, dass ich bei der Bergung ihrer Güter aus dem Wrack der Fähre helfe. Plünderer versuchen die Ladung für sich selbst zu beanspruchen und nur die unbewaffnete Peregrund kann sich ihre Vorräte nicht alleine zurückholen. Ich sollte die Gegend direkt flussabwärts von der Madma-Brücke untersuchen und nach dem Wrack der Fähre suchen. Mhm. So, hier stehen nur... It seems the Deerwood sees its share of floodwaters. We'll have to go around. Überflutung scheint im Dürrwald wohl nicht fremd zu sein. Wir müssen herumgehen. Mhm. Also ja, hier würden vier Leute stehen. Vier Gelbe. So, wir können uns erst die Ecke hier oben angucken oder den Bereich hier drüben, da die Ecke hier oben ja kleiner ist. Mal ein Quicksave zwischendurch machen. Würde ich zuerst die nehmen.
So, ein Xaurel-Schammelslot.